Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne tanken. Und neben dem ganzen Klimbim, das da hinten so rumsteht, siehst du hier auch meine Photovoltaikanlage. 8,75 Kilowatt Peak sind hier installiert. Dazu habe ich ausführliche Videos gemacht. Kannst du dir hier gerne anschauen, eine Zwei-Jahres-Bilanz zum Beispiel. Auf meinem Kanal findest du auch Planungshilfen. Und hier in diesem Video, diesem kurzen Video, soll es jetzt aber darum gehen, wie du für deine Dachfläche ermitteln kannst, wie die eigentlich ausgerichtet ist. Da gibt es nämlich eine App und die möchte ich dir hier in diesem Video vorstellen. Da kannst du genau schauen, zu welcher Jahreszeit, zu welchem Tag, zu welcher Uhrzeit genau die Sonne wie steht, in welchem Winkel zu deiner Dachfläche. Und du kannst also auch überhaupt erstmal ermitteln, ob deine Dachflächen geeignet sind für eine Photovoltaikanlage. Also wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran und schau dir das Video hier an. Bei Fragen zum Video oder zum Inhalt zur Bedienung der App, schreib mir einfach unten in die Kommentare. Generell auch für Kritik oder Rückmeldung. Ich freue mich über den Austausch mit dir. Jetzt viel Spaß im Video. Ja, ich habe es ja gerade schon angekündigt, ich möchte euch jetzt in der App SunnyTrack zeigen, wie ihr eure Dachfläche ermitteln könnt, beziehungsweise wie ihr schauen könnt, wie euer Haus zur Sonne ausgerichtet ist. Ihr könnt da simulieren, wie ein Schatten geworfen wird und wie dieser Schatten zu welcher Jahreszeit wie auf euer Dach fällt. Also ihr könnt dort zum Beispiel einen Baum eingeben und oder ein anderes Objekt, ein Gebäude, die Höhe einstellen und dann auch diesen Schatten simulieren zu allen Jahreszeiten. Das zeige ich dir gleich in dieser App, wie das funktioniert. Und ich zeige dir, wie du generell dann damit arbeiten kannst, um zu ermitteln, wie deine Photovoltaikanlage eventuell Sinn macht. Also lass uns mal reinschauen. Ich zeige dir jetzt die App und führe dich da durch. So, ich öffne jetzt die App SunnyTrack. Und das ist erstmal das, was man sieht. Man kann in den Einstellungen jetzt hier einstellen, ob ich die Höhenwinkel angezeigt bekommen möchte von der Sonne. Also wenn ich das ausschalte und hier wieder zurückgehe, und zwar auf die Karte, dann sehe ich hier eigentlich diesen Winkel der Sonne jetzt nicht mehr. Da war er gerade zu sehen. Wenn ich aber wissen möchte, zu welcher Zeit die Sonne welchen Winkel am Himmel hat, weil das ja auch durchaus interessant sein kann für die Einstrahlung und die Effizienz der Module, also die Einstrahlung der Sonne auf die Module zu den Jahreszeiten, dann kannst du das einblenden, indem du hier die Einstellung auswählst und die Höhenwinkel hier auch anzeigst. Hier sind sowieso auch noch ein paar andere Einstellungen möglich zur 3D-Version. Das zeige ich jetzt hier allerdings nicht. Und auch zum Standort etc. kann man hier was einstellen, Sprache wechseln. Okay, wieder in die Karte. Heute, der 27. Mai, 11.22 Uhr, stimmt nicht ganz, 12.55 Uhr sind es mittlerweile, also gehe ich jetzt zum Beispiel auf 12.55 Uhr und sehe hier, ich habe übrigens einfach irgendein Haus gewählt, nicht, dass ihr irgendwie denkt, das wäre meins oder so, hier ist auch keine Photovoltaikanlage drauf, und werde hier an diesem Haus das einmal simulieren. Hier haben wir jetzt Osten, Norden, Westen und Süden. Das heißt, wir haben eine Dachfläche, die hier fast perfekt Ost-West ist. Und dann, wenn man da wissen will, zu welcher Zeit die Sonne wie steht, kann man das jetzt ermitteln, indem man hier einfach mal ein bisschen spielt. Morgens also, wenn die Sonne aufgeht im Osten, ist die Sonne noch recht flach mit 23 Grad. Das macht also Sinn, wenn die Dachneigung hier ruhig etwas steiler ist, damit der Einstrahlungswinkel der Sonne hier perfekt ist. Aber das kann man meistens ja nicht verändern, außer es ist ein Neubau. Da kann man das berücksichtigen bei der Planung. Ansonsten kann man am Dachstuhl da wenig machen. Es gibt nachführende Systeme, die sind aber relativ teuer. Und da möchte ich jetzt hier auch nicht drauf eingehen. Die meisten Photovoltaikmodule, Solarmodule, sind fest installiert, können also ihren Winkel nicht verändern. Im Verlauf des Tages steigt die Sonne natürlich auch. Und ihr seht hier an der Gradzahl, wie der Verlauf immer höher wird und bis 58 Grad. Und jetzt geht es aber dann auch schon wieder langsam hinab. Und der Sonnenverlauf hier Richtung Westen, bis dann nachher die Sonne hier untergeht. Ihr könnt jetzt hier beliebige Daten auswählen. Das ist jetzt der 27. Mai. Man kann auch einfach mal hergehen und sagen, okay, ich gucke mir das mal im August an. Wie wäre das denn jetzt hier? Meinetwegen am 18. August und da dann auch das Ganze simulieren mit einer Uhrzeit. Also hier wieder möglich, alles einzustellen und
Im August verläuft die Sonne schon wieder etwas niedriger, weil einfach am 21. Juni ja die Sommersonnenwende ist und dementsprechend die Sonne schon wieder, ja, die Tage schon wieder kürzer werden. Wenn ihr jetzt hier mal schauen wollt, wie es im Winter aussieht, macht ihr das genauso. Ihr könnt hier einfach durchklicken. Auch die Jahre sind übrigens auswählbar. Und man kann einfach mal schauen, okay, im Dezember, wie sieht es da aus? Im Dezember schaue ich mir das auch nochmal an. Und da seht ihr, dass die Tage ganz anders verlaufen und könnt das simulieren. Und jetzt wird es spannend, denn jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie ihr hier zum Beispiel rausfinden könnt, was mit einem Schatten ist. Wir können ja mal so tun, als wäre hier ein Baum. Den setze ich da jetzt mal hin. Da müsst ihr hier oben links klicken, wo die Sonne ist, und den Modus wechseln in die Schattensimulation. Und jetzt ist es möglich, Schattenpunkte zu setzen. Also scrollt man hier rein. Weiter geht es jetzt nicht. Und ich kann hier ein Schattenobjekt setzen. Zack. Okay, das muss ich jetzt hier mal so tun, als nehmen wir diesen Baum hier. Als wäre da der erste Punkt. Da der zweite. Das ist ein großer Baum. Der steht ja schon ein paar Jahre. So, und jetzt habe ich hier diese Schattenpunkte. Dann sage ich fertig. Die werden automatisch verbunden. So, und hier sehe ich jetzt das Schattenobjekt und das kann ich nochmal bearbeiten hier unten. Schattenobjekt bearbeiten und dann kann ich hier die Höhe eingeben und gehen wir mal davon aus, das ist ein alter Baum, der da schon seit ein paar Jahren steht und meinetwegen 15 Meter hoch ist oder 16 Meter. Und jetzt kann ich hier, ihr seht hier schon den Schatten, Tag und Uhrzeit genau simulieren, wie dieser Schatten auf mein Dach fällt. Also gehen wir mal am 18. August davon aus, dass der am Morgen hier schon so weit fällt. Ist ein langer Schatten, weil er hier auch ein sehr hoher Baum steht. Und dann kann ich hier genau simulieren, wie der im Verlauf des Tages über mein Dach wandert. Und anhand dessen natürlich Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, wie viele Strings möchte ich auf meinem Dach verschalten. Mache ich einen String oder macht es Sinn, zwei zu wählen? Nehme ich Moduloptimierer? Und all das kann ich jetzt hier gucken, taggenau, auch für den Winter. Mal, ja, wir schauen hier einfach mal nochmal auf den Winter und können uns auch hier simulieren, wie es da aussieht. Die Sonne ist ja deutlich flacher im Winter und jetzt hat er das nicht übernommen. September mache ich jetzt hier auf die Schnelle so. Und dann nehme ich hier einfach mal eine andere Zeit. Ja, also ihr seht hier, das ist ein sehr, sehr langer Schatten und in dem Fall aber geht die Sonne ja deutlich später auf. Das heißt, unsere Dachfläche wird hier zu dieser Zeit schon gar nicht mehr von dem Schatten betroffen sein. Hier sind natürlich andere Bäume, das müsste man auch nochmal simulieren. Ihr selber wisst an eurem Grundstück am besten, wo welche Gegenstände da sind, ob es Bäume sind oder Gebäude oder andere Objekte, die da einen Schatten werfen können. Ob ihr eine Gaube habt oder so, das müsst ihr hier ausprobieren, einstellen und könnt dann ganz gut gucken, wo welcher Schatten verläuft. Und das dann hier simulieren im Sommer, seht ihr, ist der Schatten deutlich kürzer und fällt aber hier auch komplett aufs Dach. Also das hat schon einen großen Effekt. Und da kann man ganz gut ein bisschen mit rumspielen und da ausprobieren, was Sinn macht. Speichern könnt ihr es übrigens hier oben. Da könnt ihr auf das Lesezeichen klicken, dann ist es gespeichert. Und in den anderen Modus wieder wechseln könnt ihr hier, dann seht ihr den Sonnenstand wieder. Und somit ist es relativ gut möglich und einfach möglich, für das eigene Haus schnell zu schauen, wie stehe ich zur Sonne, wie verläuft die Sonne im Jahresverlauf, was kann ich vielleicht bei der Planung ansprechen mit meinem Installateur. Der wird sich da sicherlich oder hoffentlich auch Gedanken zu machen, wenn er das ernst nimmt, was er da macht. Und dann dementsprechend könnt ihr da ins Gespräch gehen und man kann selber auch schon mal ein bisschen mitsprechen und steht da nicht einfach wie der Ochs vorm Berg und kann sich was erzählen lassen, sondern kann ein bisschen mitdenken und auch Entscheidungen treffen und dann nachher sagen, ja, das macht Sinn, so möchte ich meine Anlage planen, so habe ich die größte Ausbeute und den größten Energieertrag über das Jahr gesehen. Denn das ist ja ganz wichtig, das sind ja immer nur Momentaufnahmen, man muss dann schauen, was macht in meiner Entscheidung aufs Jahr gesehen am meisten Sinn. Und das ist dann auch der Grund, warum man meistens die Module so circa 45 Grad sich da anbieten, die in 45 Grad Winkel zu installieren. Man kann übrigens sagen, je weiter weg von Süden, desto flacher können auch die Module sein. Norden zum Beispiel, da ist es dann auch ganz interessant,
Da können die Module wirklich sehr flach installiert werden, damit die das Licht von der Sonne bzw. das diffuse Licht noch möglichst gut auf die Module einstrahlt und da noch die Module sehr effizient sind. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Hier geht es darum, wie du gucken kannst im Jahresverlauf, wie die Sonne auf deine Dachflächen scheint. Und ich hoffe, das kann ich jetzt oder konnte ich jetzt hier in der App soweit schon zeigen. Die Einstellung, wie gesagt, findest du hier unten rechts. Hier kann man sich das Ganze auch noch mal ein bisschen im Standardmodus hier anschauen. Aber ich finde, das ist ein Modus, mich persönlich spricht er nicht an, da kann ich nicht viel mit anfangen. Ich finde das viel besser, wenn ich hier die Bäume sehen kann, also so eine Satellitenbildaufnahme habe. Orten kann ich mich hier mit Informationen kriege ich hierzu auch noch mal. Das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, hier den Sonnenverlauf zu sehen, die Sonnenhöhe, das ist der. Die Gradzahl, die hier auch zu erkennen ist, zu den einzelnen Uhrzeiten. Und untergespeichert findet ihr dann das, was ihr gespeichert habt. Ich habe jetzt hier zwei Beispiele drin und da könnt ihr natürlich selber frei ausprobieren und dann gucken, was für euch da am meisten Sinn macht. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem kurzen Video zeigen, wie hilfreich diese App sein kann. Klar, die kostet jetzt ein paar Euro im App Store bzw. im Play Store, aber kann sich lohnen, um halt zu schauen, wie deine Dachfläche ausgerichtet ist und dann eventuell da gezielt in ein Beratungsgespräch mit deinem Installateur reinzugehen und da auch schon ein bisschen mitdenken und mitsprechen zu können. Also es ist wichtig, dass du selber auch eine Idee davon hast, lohnt sich das überhaupt, deine Dachfläche für Photovoltaik und wie ist dein Dach ausgerichtet, womit kannst du in etwa rechnen. Da gibt es ja immer Unterschiede mit Ost- und Westausrichtung, eine Nordausrichtung kann auch Sinn machen. Das ist wieder eine ganz wichtige Sache, wie deine Module ausgerichtet sind. Dann müssten die nämlich eher flach installiert werden, nicht so wie bei mir hier relativ steil. Das hat einen enormen Effekt auf die Effizienz, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da möchte ich jetzt hier gar nicht so drauf eingehen. Schau dich gerne auf meinem Kanal um, da findest du ganz viel zu Themen rund um Photovoltaik. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir ein Abo hier lässt. Alles Gute jetzt bei deiner Planung und viel Spaß mit der App. Ciao.